Haben Sie eine völlige Abwesenheit von Spinnenangst? Das bedeutet, dass Sie der größten Spinne der Welt noch nicht begegnet sind, dem haarigen Goliath-Vogelspinne, der so groß ist wie die Handfläche eines Erwachsenen. Goliath-Vogelspinnen kommen in den tropischen Sumpfgebieten vor. Sie spinnen keine Netze und ernähren sich hauptsächlich von Kröten, Eidechsen und kleinen Schlangen. Zwei Reißzähne sickern das Gift aus, wenn eine Spinne jagt oder sich verteidigt. Spinnen können nicht kauen und schlucken, deshalb verflüssigen sie zuerst das Innere der Beute und saugen es dann einfach aus. Wenn die Spinne einen Menschen beißt, ist die Wirkung wie nach einem Wespenstich. Die überraschendste Tatsache ist, dass sie, obwohl sie vier Augenpaare haben, schlecht sehen. Daher verlassen sich Spinnen auf die Haare an ihrem Körper, um Bewegungen zu erkennen. Die lokale Bevölkerung betrachtet den König der Spinnen als Delikatesse. Das Gericht schmeckt nach Garnelen. Klingt lecker, oder? Es gibt mehr als 700 Pflanzenarten, die sich wie Fleischfresser verhalten. Und Sonnentau ist eine davon. Bei dieser Pflanze ist alles durchdacht. Der obere Teil des Stängels soll Insekten anziehen und verdauen, der untere hat Blüten zur Bestäubung und ist sicher für Insekten. Obere haarige Tentakel sickern spezifischen klebrigen Schleim in Form von Tautropfen aus, der ein Insekt lähmt, und dann umschließen die Haare die Beute fest und ersticken sie buchstäblich. Jetzt ist die fleischfressende Sonnentau bereit, die gefangene Beute für ein paar Tage langsam zu verdauen. Sehr ähnlich wie eine Boa Constrictor sich ernährt, nicht wahr? Interessant ist, dass diese Haare nur auf einen lebenden Organismus reagieren. Wenn also ein Wassertropfen oder ein Blütenblatt einer anderen Pflanze darauf fällt, zeigen sich die Tentakel nicht. Besonders große Sonnentauarten können leichtsinnige kleine Frösche oder kleine Vögel jagen. Nepenthes wird aufgrund der Ähnlichkeit der Blätter mit einem Krug oft als tropische Kannenpflanze bezeichnet. Im Inneren des Krugs befinden sich Drüsen, die Nektar zum Anlocken, dickflüssiges Wachs zum Zurückhalten und konzentrierten Fermentsaft zum Verdauen der Beute produzieren. Die helle Färbung des oberen Teils des Krugs und das Nektararoma ziehen Insekten und Schmetterlinge an, aber manchmal geraten bei der Suche nach Wasser sogar kleine Mäuse und Eidechsen in die Falle. Zwischen einigen Arten von Kannenpflanzen und Spitzmäusen, die sich von ihrem Nektar ernähren und dann ihre Eingeweide direkt in die Krüge entleeren, um die Pflanze mit Nährstoffen zu versorgen, kommt es zu einer interessanten sogenannten Freundschaft. Auf der Insel Borneo wächst die größte fleischfressende Pflanze, es ist der König der Krüge oder Nepenthes Raja. Das Volumen seines Bechers kann bis zu 6 Liter erreichen und ist nicht nur eine Falle für Insekten, sondern auch für Kröten und andere Kleintiere.